Im vergangenen Jahr sind rund 260.000 Unterschriften, 260.000 Unterstützer fand ein Volksbegehren für die Impffreiheit und gegen die Diskriminierung von Ungeimpften. Und meine Damen und Herren, dieses Volksbegehren wurde zu einer Zeit gestartet, als noch sämtliche Vertreter der Bundesregierung, Kurz, Anschober, Mückstein, Kogler, alle haben damals noch eine gesetzliche Impfpflicht dezidiert ausgeschlossen. Medial und von den Regierungsparteien wurde dieses Volksbegehren als Angst- und Panikmache abgetan. Jetzt wissen wir, dass die Sorgen der Unterstützer berechtigt waren. Seit Sonntag liegt der Entwurf der allgemeinen Impfpflicht dieses Gesetzes vor. Gestern ein Gesundheitsausschuss im Parlament und am Donnerstag soll die Beschlussfassung erfolgen. Es hat sich in den letzten Wochen, Monaten auch Protest in Österreich formiert. Ja, und dieser Protest zeigt Wirkung. 200.000 Stellungnahmen sind zu diesem Gesetz eingelangt im Parlament und 95% dieser Stellungnahmen waren ablehnend. Und es hat Demonstrationen gegeben, größtenteils friedlich überall in Österreich, und dieser Protest hat Wirkung gezeigt. So gibt es jetzt keinen Impfzwang für Minderjährige, wie es ja ursprünglich vorgesehen war, und auch die Strafen wurden reduziert. Man kann also festhalten, jeder, der sich friedlich an diesem Protest beteiligt hat, kann stolz sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie gut wirkt ein Impfstoff oder wie gut schützt er eben nicht. Ich will über den massiven Grundrechtseingriff sprechen, den diese Impfpflicht bedeutet, nämlich in das Grundrecht auf Privatleben und auf körperliche Integrität. Und blicken wir etwas in die Vergangenheit. Hat es schon einmal eine Impfpflicht gegeben in jüngerer Vergangenheit? Und es wird in Diskussionen immer wieder, die Pocken werden immer ins Treffen geführt. Und ja, das war die einzige gesetzliche Impfpflicht in letzter Zeit. Bei den Pocken handelt es sich um eine tödliche Krankheit, 20-30% Sterblichkeit. Und auch jene Personen, die von Pocken genesen waren, sind ihr Leben lang gezeichnet. Man hatte also eine tödliche Krankheit, einen Impfstoff, der eine sterile Immunität hervorgerufen hat. Es waren außergewöhnliche Zeiten und in so einem Ausnahmefall kann man auch über eine Impfpflicht ernsthaft nachdenken. Reden wir von den Masern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Masern sind ja eine Krankheit, die wir alle Gott sei Dank nur aus Büchern mehr kennen. Die Masern sind viel ansteckender als die Grippe. Die Masern sind viel ansteckender auch als SARS-CoV-19. Bei den Masern gibt es eine Hospitalisierungsrate von 60%, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt einen Impfstoff, der hervorragend wirkt, einen Impfstoff, der erprobt ist, einen Impfstoff, an dessen Wirksamkeit die Bevölkerung auch glaubt. Wir haben eine Durchimpfungsrate von 90% und ja, die Masern wurden nahezu ausgerottet. Gab es eine allgemeine Impfpflicht? Nein, gab es nicht. Warum? Weil diese nicht verhältnismäßig war. Die saisonale Grippe, die Influenza, meine sehr geehrten Damen und Herren, 5-15% der Bevölkerung erkranken jedes Jahr an der Grippe. Wir haben zwischen 1.000 und 2.000 Tote, jedes Jahr in schweren Grippewellen sogar mehr. Eine Belastung des Gesundheitssystems ist da auch gegeben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben einen Impfstoff, der erprobt ist, der sogar jedes Jahr angepasst wird auf die aktuellen Grippestämme. Gibt es eine allgemeine Impfpflicht? Nein, gibt es nicht. Warum? Weil diese unverhältnismäßig wäre. Und jetzt meine Frage an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, an Parteivertreter von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS. Wie kommen Sie dazu, eine gesetzliche Impfpflicht zu unterstützen, wenn es mit Covid, mit einem Impfstoff zu tun haben, der zu keiner sterilen Immunität führt, wo wir keine Langzeitdaten über diesen Impfstoff auch haben und wo es zu einer stark eingeschränkten Wirksamkeit, was die Omikron-Variante anbelangt, kommt. Und dieser Wirkstoff wird auch, und so ehrlich muss man leider sein, auch keine Chance auf eine Ausrottung von Covid auch bringen. Deshalb noch einmal die Frage, wie kommen Sie dazu, in diesem Fall eine Impfpflicht zu unterstützen? Und mir, ich mache keinen Hehl draus, ist das vor einem Jahr, als wir von den ersten Impfstoffen hörten, ja nicht anders gegangen wie jedem hier im Haus. Ich war froh, dass es einen Impfstoff gab. Ich hatte auch Hoffnung, dass er wirkt, denn die ersten Daten sahen ja vielversprechend aus. Ich habe auch den Versprechungen der Bundesregierung vom ehemaligen Kanzler Kurz geglaubt, der vom Gamechanger sprach, der davon sprach, dass die Pandemie für Geimpfte vorbei ist, der von Licht am Ende des Tunnels auch gesprochen hat. Wir alle können uns an die Diskussion erinnern. Was man dabei nie vergessen darf,
Sebastian Kurz war der einzige Regierungschef, glaube ich, weltweit, der damals die Pandemie für beendet erklärt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein fataler Fehler, der jetzt dazu geführt hat, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir jetzt auch stehen. Die Hoffnungen, die Altkanzler Kurz verbreitet hat, wurden nicht erfüllt. Sie wurden nicht erfüllt. Und warum war das so? Weil Kurz, das System Kurz, diese Truppe rund um den Kanzler, Pandemie-Management nicht als das verstanden hat, was es eigentlich sein sollte, nämlich die Pandemie zu bekämpfen. Nein, Pandemie-Management wurde als PR-Show gesehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kommunikation stand vor effektiv Nutzen. Das merkt man an ganz einfachen Beispielen. Immer wenn es darum gegangen ist, die Covid-Maßnahmen in den letzten 2 Jahren zu verschärfen, ist die Bundesregierung plötzlich draufgekommen, hoppla, wir haben ja einen Föderalismus auch. Da waren dann die Landeshauptleute in der Ziehung, die verschärft haben. Und immer dann, wenn Öffnungsschritte gesetzt wurden, dann war es Heilbringer Sebastian Kurz, der die Öffnungen verkündet hat. Diese widersprüchlichen Maßnahmen, diese PR-Show hat auch dazu geführt, dass sich die Bevölkerung von den Maßnahmen abwendet, kein Vertrauen mehr in die Regierung hat. Und es hat auch zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt Alternativen zu der Impfpflicht, die am Donnerstag beschlossen werden soll. Das sind Alternativen, die nicht nur die FPÖ, auch Vertreter der SPÖ, der NEOS auf Bundesebene immer wieder auch einbringen. Es beginnt einmal damit, dass wir in Österreich endlich eine vernünftige Datenlage brauchen. Die haben wir nicht. Noch immer Chaos bei den Testergebnissen, die eingemeldet werden. Wir wissen noch immer nicht, wer sind denn eigentlich die Risikogruppen. Man spricht immer davon, aber definiert haben wir sie nicht. Sorgen wir endlich für Behandlung von Kranken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sorgen wir dafür, dass Menschen nicht nach einem Anruf beim Callcenter-Agent 10 Tage in Quarantäne gesteckt werden und dort allein gelassen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es wird auch notwendig sein, auf alternative Therapieformen auch entsprechend zu setzen. Und es wird notwendig sein, das Gesundheitssystem auch endlich auszubauen, wenn wir immer von Kapazitäten und Kapazitätsengpässen reden. Es braucht eine ehrliche Aufklärung. Menschen glauben nur an die Wirksamkeit eines Impfstoffes und werden die Impfung auch annehmen, wenn sie darin vertrauen, dass die Informationen, die sie bekommen, richtig sind und dass die Impfung auch nützt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Einem gesetzlichen Zwang erteile ich eine Absage, aber ich halte für unsere Fraktion fest, Impfungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Impfung ist etwas Gutes. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Impfungen sind großteils ein Segen für die Menschheit. Es wurden viele Krankheiten durch Impfungen ausgerottet, das zieht ja keiner in Frage. Aber es muss die Entscheidung eines jeden Einzelnen sein, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst in einer Risiko-Nutzen-Analyse trifft. Es wird 100.000 Menschen wahrscheinlich geben, die aufgrund von Vorerkrankungen, ich denke an Multiple Sklerose zum Beispiel, sich gegen eine Impfung entscheiden. Und die müssen dann, wie es im ursprünglichen Entwurf vorgesehen war, zum Amtsarzt gehen, um sich eine Befreiung auch entsprechen zu holen. Jetzt wissen wir, wie es um die Amtsarztsituation in der Steiermark bestellt ist, sehr geehrter Landeshauptmann. Ja bitte, wie soll dieser organisatorische Aufwand gehandelt werden? Vermutlich nicht. Und egal, wie man zur Impfpflicht steht, heute oder besser gesagt am Donnerstag, wird in Österreich eine rote Linie überschritten. Es ist ein Grundrechtseingriff, der ist unverhältnismäßig. Wir wissen nicht, wie dieses Gesetz je kontrolliert werden kann. Die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben. Und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, kommt nicht oft vor, aber diesmal war es wirklich so, ich bin enttäuscht von Ihnen, Herr Landeshauptmann. Ich bin enttäuscht, Herr Landeshauptmann, weil Sie nicht nur die Impfpflicht, diese Impfpflichtpläne kommentarlos hingenommen haben, nein, Sie waren Wegbereiter dieser Impfpflicht. Sie waren einer der ersten Landeshauptleute, der eine Impfpflicht gefordert hat. Sie waren auch jetzt unlängst wieder im Interview jemand, der gesagt hat, na, das Gesetz kommt zu spät. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, was erwarten wir Freiheitliche uns heute von dieser Aktuellen Stunde? Wir erwarten uns eine ehrliche Diskussion, denn es regt sich in der ÖVP, in der SPÖ, bei den Grünen, in der KPÖ, bei den NEOS Widerstand. Und es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier, die parteipolitischen Scheuklappen abzunehmen und diesen massiven Grundrechtseingriff hier offen zu diskutieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.